Hallo, hallo, hallo. Und herzlich willkommen zurück bei Among Trees. Wir befinden uns in einer neuen Aufnahme. Und, oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Mein Spiel ist gerade weg. Huch! Wie konnte ich denn okay. So konnte ich den Fuchs streicheln. Ja, hallo. Oh, der ist so süß, ne? Bester Fuchs der Welt. Ich muss was essen. Ich habe Hunger. Komm. Wir haben es letztes Mal extra hier, gekocht, dann gönnen wir uns das jetzt auch. Ich muss kurz erstmal mit der Steuerung wieder zurechtkommen. Es ist etwas her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich muss mich mal ganz kurz mit der Steuerung wieder anfreunden. Und ich muss mal ganz kurz überlegen, was wir eigentlich machen wollten die letzten Male. Wir waren auf der Suche nach diesem einen Blueprint noch, ne? Das müssen wir mal alles auch noch herstellen. Fuchs, ich komme gleich. Wenn ich würde ich sagen, gehen wir heute noch mal ein bisschen auf Erkundungstour. Den einen Raum müssen wir noch bauen. So, hatten wir jetzt hier noch irgendwas? Ja, hier, die Klamotten konnten wir noch bauen. Dafür braucht man das Fischzeug. Und dieses, Rohrkolbengedöns und haufenweise Bienenwachs. Okay. Die haben wir beide. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir heute noch mal eine Runde auf Erkundungstour. Wir sind jetzt hier unten ja schon alles abgelatscht. Hier ist ein Bär, hier ist ein Bär und ich vermute, dass hier irgendwo auch noch ein Bär sein wird. Ich würde trotzdem sagen, wir laufen mal runter zum Wasser und gehen da mal so ein bisschen in diese Richtung, würde ich sagen, oder? Da waren wir jetzt noch nicht. Wie wir das letzte Mal diesen scheiß Mineneingang hier gesucht haben, ey. Und ich halt hier einfach dran vorbeigelatscht bin. Oh, manchmal ist man einfach komplett blind. So, Fuchs, willst du mitkommen? Na komm, wir gehen einen Ausflug machen. Nee, ich sammle jetzt nichts ein. Wir machen jetzt einfach einen Ausflug. So, ich gehe was trinken. Und dann gucken wir einfach mal. Also wie gesagt, ich muss jetzt mal in das Spiel ein bisschen wieder reinkommen. Es ist eine Weile her seit der letzten Aufnahme. Hallo! Ah, der ist... Also dieser Fuchs, ne, ist mit Abstand das Beste an dem ganzen Spiel, ne? Das muss man jetzt einfach mal klar und deutlich so sagen. Achso, wartet mal. Ich habe doch eine Wasserflasche. Ist die voll? Jetzt ist sie voll. Dass wir nicht unterwegs irgendwo wieder verdursten, weil ich vergessen zu trinken. Die Angel habe ich nicht mit. Okay. Ja, ein bisschen Moos noch mit. Eigentlich brauche ich nichts zu essen, aber naja. So, ich habe gesagt, ich gehe von hier nach da. Ich drücke immer den falschen Knopf. So, also laufen wir jetzt einfach mal nach da. Und gucken mal, was uns hier oben erwartet. Ich hänge am Stein fest. Ah, das Spiel ist echt schön, ne? Es ist einfach so schön. Aber das killt mich immer noch, dass ich in diesem Spiel die Musik nicht leiser machen kann. Ich hoffe, dass es für euch passt. Von der Lautstärke her, ich habe das ja bei euch leiser gemacht im OBS.
damit ich nicht so schreien muss, aber ja. Es ist schon schön hier, ne? Und wie habe ich Angst, dass hier ein Bär auf uns wartet? Aber das ist schon... Soll das Weizengras sein, so? Stimmt. Oh, was seid ihr? Okay, euch habe ich schon gesammelt. Ah, dieses Spiel, ne? Es ist einfach so verdammt schön. Und es ist so schade einfach, dass die Entwickler einfach allen den Stinkefinger gezeigt haben. Und gesagt haben, nö, wir machen nicht weiter, weil dieses Spiel hat so viel Potenzial einfach. Oh, da hinten ist noch ein Turm. Es sieht auch nicht nach Bärengebiet aus. Ich glaube, dann wäre da hier schon irgendwo. Aber das letzte Mal bei dem anderen Lootplatz vom Bären war doch voll der Reinfall. Da war nicht mal ein Blueprint. Also, keine Ahnung. Oh, halt, die Samen muss ich mitnehmen. Unsere letzten sind eingegangen. Die habe ich dezent, naja. Nein, mein Inventar ist schon wieder voll. Wir essen das jetzt einfach. Jetzt habe ich schon einen großen Rucksack und trotzdem keinen Platz, ne? Ich muss Samen mitnehmen, weil wir haben keine mehr. Oh, da unten ist ein See. Wir müssen also eh nochmal hierher kommen, um zu angeln. Pinewood Lake. Perfekt. Ich werde jetzt auch die Kisten nicht kaputt machen. Weil wir beim letzten Mal gelernt haben, wenn wir die Kisten kaputt machen, dann despawnt der Loot. Ich werde jetzt auch in diesen Haufen da nicht mehr reingucken. Ich sammle jetzt einfach alles ein, was ich einsammeln kann, was hier rumliegt. Und dann gehe ich erstmal heim. Ich meine, sehr weit sind wir dann jetzt nicht gekommen, ne? Aber... wir gehen dann erstmal nach Hause. Ist jetzt nicht so weit, ne? Wartet. Und dann können wir hier nämlich auch angeln. Ich will mal gucken, ob es hier vielleicht den Rohrkolben gibt. Das ist das Cattail. Es ist schon schön hier, ne? Man muss das einmal so sagen. Man muss auch manchmal innehalten. Guck mal, er legt sich immer hin. Oh Gott. Es ist schon schön hier. Aber hier ist auch kein... Doch, hier ist... Da. Auch das lasse ich jetzt beabsichtigt mal stehen.
damit wir es beim nächsten Mal holen können. Okay. Gut, dann sind wir jetzt nicht sehr weit gekommen. Aber dann würde ich tatsächlich erstmal wieder nach Hause laufen. Das Zeug heimbringen. Und dann morgen nochmal wieder gezielt hierher laufen. Den Rohrkolben holen. Und den restlichen Loot einsammeln. Wir wissen ja, so ein Tag hier in dem Spiel ist ja auch nicht lang. Ja, das hier sieht halt auch echt schön aus, so mit der Wiese, ne? Muss man halt auch schon mal sagen. Ne? Ich glaube, in diesem Spiel muss man halt einfach wirklich genießen, glaube ich. Innehalten. Ach, ja. Es ist halt echt schön. So. Gut. Ansonsten habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass, wenn wir mit Among Trees durch sind, wir als nächstes uns dann Firewatch angucken. Kann auch sein, dass ich das beim letzten Mal schon erzählt habe. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht mehr so sicher. Wie gesagt, die letzte Aufnahme ist schon eine ganze Weile her. Ja, auf jeden Fall. Plan ist, dann das nächste Firewatch endlich zu spielen. Und danach mal gucken, was nach Firewatch kommt. Weil ich denke, mit Among Trees werden wir jetzt nicht mehr so lange unseren Spaß haben, weil es gibt halt nicht mehr sehr viel zu tun. Also wir können jetzt noch ein bisschen die Map erkunden. Wir können auch den einen Raum craften und das alles. Aber so richtig viel zu tun haben wir halt nicht mehr. Aber wir versuchen auf jeden Fall alles mitzunehmen, was irgendwie geht. Ja. Ich will mal gucken, was wir für diesen einen Raum noch brauchten. Ob ich es nochmal versuche, die zwei Samen, die ich jetzt mitgenommen habe, anzupflanzen. Ob die mir dann wieder eingehen wollen. Einfach, oh, ist halt einfach, ne? Es ärgert mich bis jetzt, dass die ganzen Pflanzen eingegangen sind, weil ich vergessen habe, die zu gießen. Oh. Naja, aber manchmal, ne? Ich bin halt nicht so der Gärtner. So. Ich weiß halt auch nicht, wie oft wir die Pflanzen gießen müssen. Wenn ich die jetzt da reinpacke. So, 1, 2, 3, 4. Ja, wartet mal, wir machen das so. Wir pflanzen jetzt einfach einmal die Samen an und einmal heben wir auf. So. Und wir legen das mal auf die 4. So. Und ich gieße die jetzt. So. Okay. Dann müssen wir jetzt gucken, wie es morgen früh aussieht, auf jeden Fall. Ich glaube, die Dogbane-Stems waren ein Problem, ne? Die brauchten wir noch. Dogbane-Stem, Huffungus und Fireplanks. Ich glaube, diese Huffungus, die hatten wir, ne? Genau, die haben wir. Da haben wir 10, da fehlen noch welche. Und halt die Planken müssen wir noch ein bisschen sammeln. Chemos brauche ich nicht mitnehmen, das haben wir. Okay. Gut. Ich werde auch mal hier so ein bisschen... Das werde ich hier lassen.
Die lassen wir dann auch hier. Den packen wir mal um. Okay. Wie viele Fireplanks habe ich denn eigentlich? 16. Da müssen wir dann auch noch welche sammeln. Aber wir gehen erstmal schlafen. Tag 20. So, und das Erste, was wir jetzt machen, wir gehen nach unseren Pflanzen gucken. Die sind noch voll. Ja, seht ihr, da fehlt nur so ein Zibbel. Okay, also ich habe sie jetzt noch mal gewässert. Den blöden Kompass kann ich eigentlich auch hier lassen. Ich esse das mal. Was sieht's mit meinem Fuchs aus? Der hat Hunger. Nein! Komm her! Der rennt jetzt wieder draußen verwirrt durch die Gegend. Fuchs! Komm her! Achso. Ah, hier. Bitteschön. Einmal was zu essen. Gut. Wir haben jetzt mehr Platz im Inventar. Wir haben was zu essen, was zu trinken. Unseren Fuchs haben wir gefüttert. Und dann würde ich sagen, laufen wir wieder hoch zum See und holen den restlichen Loot. Achso. Komm mit. Fuchs. Fuchs. Ah, da kommt er. So süß. Er ist so zuckersüß. So. Entschuldigung. Wir nehmen jetzt hier nichts mit. Keine Pilze, nichts. Wir laufen jetzt schnurstracks hoch zu dem Turm und sammeln erstmal den Loot ein. Moos haben wir auch genug. Ich habe jetzt bewusst die Angel nicht mitgenommen, weil wir das ein andermal machen werden mit dem Angeln da oben. So. Das ist der andere Turm. Was ist das? Oh Gott, war das laut, ey. Oh. Glaube ich jetzt richtig? Ein bisschen mehr nach da. So, hier ist die schöne Wiese. Da ist der See. Da ist der Turm. So, dann holen wir jetzt noch den Loot. Holz. Ist laut, ey.
Ich lasse die Planken erstmal liegen. Wenn ich dann noch Platz habe, nehme ich sie mit. Alter. So. Okay. Ist noch Platz. Ich werde die Planken also noch mitnehmen. Alles, was wir jetzt an Planken mitnehmen, müssen wir dann keine Bäume fällen. Spart uns den Stress. So, 5, 6. Mehr nicht. Okay. Und da ist noch eine Kiste. Achtung, laut. So. Dann würde ich sagen, holen wir in der nächsten Folge. Oh, guck mal, wie er sich hinlegt. Er ist einfach so süß, oder? Dann würde ich sagen, holen wir in der nächsten Folge noch die Rohrkolben-Dinger und dann machen wir uns erstmal wieder auf den Heimweg, bringen das Zeug heim und gehen dann noch ein bisschen weiter in die Richtung. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer bei euch fürs Gucken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.